Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Im letzten Part haben wir endlich herausgefunden, was es mit Larrys Bild auf sich hatte, denn der Flugsaurier, den er gesehen hat, war in Wahrheit nur die Karte, die weggerissen wurde in der Nähe von der Anlegestelle oder bei der Anlegestelle. Und Soren hat dann jetzt auch eine neue Aussage abgegeben, die wir jetzt hier zerpflücken müssen, mit einem Widerspruch am besten. Und ich habe eine Idee, bin mir aber nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Und zwar bei dieser Aussage hier, das ist auch eine von den zwei hinzugefügten, muss also eigentlich dann fast schon richtig sein. Denn da sagt er, dass die Wunde sehr tief ist und dass die immer noch sehr schmerzhaft ist. Und genau genommen, das hat mich beim letzten Mal schon ein bisschen verwundert nämlich, genau genommen sagt er hier die Messerwunde. Also es ist nicht einfach nur irgendeine Stichwunde, es ist eine Messerwunde, die er hat, die er von Dumas Gloomsbury zugezogen bekommen hat. Also Gloomsbury hat ihn mit einem Messer angegriffen, sagt er. Das ist komisch, weil wir dachten ja die ganze Zeit, dass es halt mit dem Kerzenständer war. Weil den hat ja Gloomsbury in seiner linken Hand gehabt und damit anscheinend zugestochen. Da ist ja auch Blut dran. Und es würde halt Sinn ergeben, wenn Soren damit erstochen wurde. Also, das ist seltsam. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu weit gedacht ist, aber dass er jetzt da plötzlich einfach ein Messer erwähnt, was Gloomsbury angeblich hatte, kommt halt völlig aus dem Nichts. Und es würde halt mehr Sinn ergeben, wenn es mit dem Kerzenständer gewesen wäre. So. Objection! Objection! Okay, puh. Mr. Sprocket, you just said your injury is a knife wound, didn't you? Ja, das war schon ziemlich fies, weil das war nur so ganz nebenbei gesagt irgendwie. Sodass man das wirklich dann auch leicht übersehen kann. But the weapon you were stabbed with was this candelabra. A fact I know you're quite aware of. Very well. This is what I heard directly from Master Soren himself. As you surmised, Master Soren was stabbed by Gloomsbury on the day of the murder. It happened after the first wedding reception. The happy couple was in the reception hall when suddenly Gloomsbury appeared. He attacked Miss Ellen and tried to take her away. Master Soren went to stop him and found himself in a struggle with Gloomsbury. That is when Master Soren was stabbed with the candelabra, he said. Okay, das wusste ich gar nicht mehr, dass das Nickety uns sogar bestätigt hat. Aber ja, das war ja eh schon die Vermutung. Ja, schnell nachlesen. Objection! Objection! It must have been a simple memory slip that made him misspeak. It happens to everyone. Das Problem ist nämlich auch, dass mit dem Candelabra, oder mit dem Kerzenständer, dass da keine tiefe Wunde möglich ist überhaupt. So, weil das ist ja nur so eine kleine Spitze da vorne. Also, da kommt bestimmt ein bisschen Blut raus, aber eine tiefe Wunde ist damit nicht möglich, denke ich. You must be pretty desperate to point out something so minute. I have to agree, Mr. Wright. You hardly need to make such a big deal over such a small mistake. But I contend that it's an important inconsistency. Besides, I couldn't find anything else. This is the only thing I have to go after. And I say it's not important. Now let's not waste any more time on this matter. I agree. Everybody has a little memory lapse every now and then, vor allem ich. But Your Honor, please let me explain. But can you really explain to this court what makes the slip so important? Yes, I can, Your Honor. After all, it was Soren himself who told Pierce that he had been stabbed by a candelabra. This is more than a simple memory slip. There has to be some kind of reason for it. Well, Mr. Wright, please explain why the witness slip of the tongue is so important. The point to focus on here is why the witness would mistake the weapon used to stab him. Think carefully, Phoenix. This could very well change the course of the trial. Ich überlege schon im Vorfeld, aber ich habe keine Ahnung. I see. So why did the witness make that mistake, Mr. Wright? Ich muss einfach gleich auf die drei Antwortmöglichkeiten hoffen, dass ich es dann dadurch verstehe. Mr. Sprocket identified the wrong weapon used against him because he misspoke. He's covering for someone. He has no memory of it. Mr. Sprocket hat die Waffe, die gegen ihn benutzt wurde, falsch identifiziert. Er hat ja gesagt, es war ein Messer, obwohl es in Wahrheit der Kerzenständer war, weil er sich versprochen hat, weil er jemand anderen deckt oder weil er keine Erinnerung daran hat. Puh. Dass er sich versprochen hat,
Nein, das ist langweilig. Es wäre interessant, wenn er keine Erinnerung daran hat. Das würde nämlich eine etwas bessere Erklärung dafür abgeben, warum er sich alles so exakt aufschreibt. Ich habe ja vermutet, dass es vielleicht irgendwas mit Zeitreisen zu tun haben könnte, was aber zugegeben sehr weit hergeholt war. Aber es könnte einfach sein, dass vielleicht bei dem Unfall, bei dem Autounfall, den er hatte, dass er da auch irgendwelche Hirnschäden davongetragen hat oder sowas und er deswegen kein richtiges Erinnerungsvermögen mehr hat an irgendwelche vergangenen Dinge. Und deswegen schreibt er sich alles auf, damit er sich dann durch seine Notizen noch an alles erinnern kann. Aber als er angegriffen wurde, hat er natürlich sich keine Notizen machen können. Und deswegen dachte er halt, weil er halt eine Wunde hat, dachte er halt, dass es ein Messer hätte sein müssen. Das könnte sein. Das würde eben auch das erklären, warum er sich alles aufschreibt. Wenn er jemand anderen decken würde einfach... Ich wüsste nicht, was das für einen Unterschied macht, ob jetzt Messer oder Kerzenständer, warum er dann jemand anderen decken würde. So. Weil ich meine, er hat ja eh gesagt, dass es Gloomsbury war. Und ob Gloomsbury ihn mit einem Messer oder einem Kerzenständer ersticht, ist ja in dem Sinne egal, weil er ja niemanden deckt. Er hat ja zugegeben, dass es Gloomsbury war. Also ja, er hat keine Erinnerung daran. Er hat kein Erinnerungsvermögen mehr. Sage ich. Das wäre natürlich auch krass. He doesn't remember the incident, let alone the weapon used against him. Not only that, but I believe Mr. Sprocket has some sort of memory disorder. Therefore, the defense contends that Mr. Sprocket's testimony thus far is invalid. Just because you can't find a flaw in his testimony, you want to throw it all out? Your baseless claim is nothing but pure slander of the witness character. Mr. Edgeworth is correct, Mr. Wright. Can you explain your grounds for making this claim? Of course, Your Honor. Think of what Soren has said, how he's behaved. That's where I find a clue. Very well, let's hear your argument then. My grounds for claiming that Mr. Sprocket has a memory disorder is his taciturn, was für ein Ding? Taciturn personality, his notebook, his airplane pen. Muss ich jetzt nachgucken, was taciturn? Das ist die zweite. Ja, ich schau kurz nach. Moment. Schweigsam heißt es. Okay, also Phoenix sagt hier, die Gründe dafür, warum ich glaube, dass Mr. Sprocket eine Gedächtnisstörung hat, liegen in seiner schweigsamen Persönlichkeit, seinem Notizbuch oder seinem Flugzeugstift, seinem Stift, den er benutzt. Der Stift ist schuld! Das Notizbuch. Weil er sich alles aufschreibt. The notebook he always has with him. I saw daily events and information about the people around him recorded in it. Like a diary, perhaps? No, Your Honor. It's much too detailed to be an ordinary diary. It's more on the order of a database, actually. A database, you say? That's right. For some reason, Mr. Sprocket is apparently unable to retain memories. That's why he writes every little detail of his life down in his notebook. How could you possibly know that for sure? He might just be an extremely compulsive person. I thought so too myself at first. To be honest, we accidentally got a stain on the notebook yesterday. You mean you got a stain on it? Hey, you're the one who tried to grab it out of my... Never mind whose fault it was, just get to the point already. Right, sorry. Mr. Sprocket. Ja stimmt, und wir haben ja genau da im Blut draufgebracht, wo es halt um die Tat ging. Also vielleicht hat er sogar sich schon eigentlich notiert gehabt, womit er erstochen wurde. Weil er halt direkt nachdem er erstochen wurde, das doch noch aufschreiben konnte oder so. Keine Ahnung. Aber konnte auf jeden Fall nicht mehr nachlesen, weil das ja jetzt alles mit Blut befleckt war. The page Miss Faye got a stain on yesterday. That's the page with the details of your stabbing on it, isn't it? No. I only write in this notebook because I'm very compulsive. Now drop the subject already. Sorry, but I'm not convinced. I noticed an odd fact about your notebook, Mr. Sprocket. Deswegen hält er es auch immer in Händen, wenn er mit Leuten spricht oder so, weil er eben keine Erinnerung mehr hat. On the earlier pages, you used it to write down invention ideas. But after a certain date, you started writing down a lot more and in much more detail. Mhm. Ein Unfall.
I believe your memory disorder stems from what happened on that date. Something so monumental it caused a memory disorder, Mr. Wright? You don't know what you're talking about. Sorry, but I do know what I'm talking about. And this is the proof. This is the thing that caused Mr. Sprocket's memory disorder. Diese Sache hier hat zu Mr. Sprocket's Gedächtnisstörung geführt. Der Autounfall. Take that. You were involved in this car accident too, weren't you, Mr. Sprocket? And the shock of losing your beloved older sister is what caused you to develop your memory disorder. Is this true, Mr. Sprocket? Well, is it? Mr. Sprocket. It's true. That accident did something to my mind. What? Ever since that day, every time I go to sleep, I lose my memories. And when I wake up, the most recent thing I can remember is the day I lost my sister. Or, it's as if I'm constantly going back in time. What? That's truly tragic. An inconsolable time traveler who goes back in time whenever he goes to sleep. Besides, time travelers do exist, you know. But you wouldn't understand. Das ist sehr, sehr traurig. So that's what Soren meant. He was talking about himself. The reactions of the people around me each time I awoke made me aware of my condition. That's why I decided to write everything down in my notebook, so I could move forward. So the only memories you have since that day are the ones written in that notebook. That's right. And since the page about your stabbing got stained, you couldn't read from it, could you? There's just one more thing I'd like you to clarify for me, Mr. Sprocket. Exactly what are your feelings toward the victim? Mr. Sprocket's feeling towards Dumas Gloomsbury? That's right, Your Honor. The witness said that every time he wakes up from sleep, his mind goes back to the day his sister died. Mr. Wright, you can't mean... Mr. Sprocket. Ich glaube immer noch nicht, dass es er war. Your pent-up feelings of anger and resentment towards Mr. Gloomsbury for the accident were renewed each and every time you woke, were they not? Ich könnte es nachvollziehen, ehrlich gesagt, wenn er immer beim Aufwachen an seine Schwester denken muss und auch an Dumas Gloomsbury, der ja dafür verantwortlich war. Ich könnte es nachvollziehen irgendwie, aber ich glaube trotzdem, dass er war. But you couldn't take it anymore, so you turned to murder, isn't that right? What? Mr. Wright, are you saying that the witness murdered Mr. Gloomsbury? For revenge? Well, Mr. Sprocket. Alan. Ja. Oh weia. Miss Riot? Your Honor. I did it. I killed Mr. Gloomsbury. No! What? Ja, das hat sie uns gesagt. Lieber würde sie ins Gefängnis gehen als Soren. Miss Riot, what are you trying to do? Don't tell me you're still thinking of going that route. Soren is innocent, he can't be found guilty. Take me instead. Alan, please, try and get a hold of yourself. I guess she really meant it. My Soren didn't do anything wrong. I'm the one who should be convicted. Are we to understand that you're confessing your guilt? No. Now wait just a minute here. Alan, why would you cover for me? After I testified that I thought you must have killed him? I'll admit, I couldn't believe my ears at first. But all I want is for you to be happy. Your happiness is my happiness, Soren. Aww. But without my notebook, I'd even forget those feelings of yours by tomorrow.
Knowing that, do you still feel this way? You've loved me all this time. The same way you did before the accident. That's how I know. That you're the same person I've always loved. No disorder can change that. Ellen. Your Honor, there are two things I'd like to correct. Two corrections? What are they? First of all, I want to withdraw one of my statements. That's right. Dumas was killed by Ellen. Without memories to rely on, I took the police completely at their word. You can't be serious. So that means... Soren never really doubted Ellen in the first place, did he, Nick? Ellen really does love Soren with all her heart. But in order to save her, I still have to go after Soren. I hope you can forgive me, Ellen. And what is your other correction, Mr. Sprocket? The truth is, I never felt anger or resentment towards Dumas about my sister. What? Why not? That's because... The one who caused the car accident was me. Hä, what? Warum? Ist er gefahren? Okay, aber ich würde erstmal sagen, dass es das hier war für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Ein sehr emotionaler Part. Einiges Neues haben wir rausgefunden. Einerseits die Liebe zwischen Soren und Ellen ist sehr cool. Aber auch das, was Soren erzählt hat, dass jedes Mal, wenn wir aufwachen, er wieder an seine Schwester denken muss. Alles mega traurig, aber voll coole Sachen, die wir rausgefunden haben. Also die zweite Gerichtsverhandlung hier gefällt mir mega, mega gut bisher. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann hier weitergehen wird, wenn uns Soren erzählen wird, warum er in Wahrheit schuld daran ist, dass seine Schwester gestorben ist. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.